guten Abend und herzlich willkommen. Ich bin Gandalf, Gandalf 1.0 und ich streame jetzt auf Twitch einen Livestream. Mich hat es jetzt auch erwischt, ich sitze auch in der Quarantäne und sitze daheim. Jetzt darf ich eine Woche nicht zaubern, darf nicht raus. Und naja, so machen wir das jetzt, ne? Ja, deswegen habe ich jetzt gedacht, ich mache einen Livestream für Mittelerde, dass dann alle, die sich ihre Fragen haben, auch zu mir senden können. Also, da haben wir zum Beispiel den ersten, der streamt gerade. Ich hätte nicht gedacht, dass du Franke bist, Gandalf. Natürlich bin ich Franke, es liegt ja ferner. Ich bin Mittelfranke, Mittelerde, ist ganz klar. Ne? Dann haben wir noch, dann der nächste. Saruman187 schreibt, wann kriege ich denn endlich meine Glaskugel wieder? Saruman, das habe ich dir schon öfter gesagt, das letzte Mal hast du mit dem Ding rumtelefoniert, dann hast leider bei Mordor angerufen und wir haben dann eine riesengroße, mussten dann Soldaten herstellen. So geht's nicht, ne? Also kauft da lieber so ein Debit-Touch-Ding, dann kannst umrufen, aber das letzte Mal, das war einfach zu viel. Mit Glaskugeln macht man nicht so einen Scheiß, da ruft man nicht fremde Leute an und dann hast plötzlich ein Dauerabo, die scheiß 0800er Nummern. Also bitte, okay, no. Wer schreibt als nächstes? Als nächstes schreibt hier im Chat Bilbo047. Hey, grüß dich, wie geht's dir? Also mir geht's gut, ich sitze in Quarantäne, ich habe eine Kontaktperson gehabt, habe so mit so ein paar Winzlingen zu tun gehabt und die haben halt Corona und jetzt bin ich da. So. Er schreibt weiter. Bilbo Beutlin schreibt: Bei uns ist es nicht so gut, hatten eine schlechte Ernte. Bilbo, muss ich aber ganz ehrlich sagen, Bilbo Beutlin, Bilbo, muss ich ganz ehrlich sagen, es ist das Auenland und kein Ackerland. Also da musst du ein bisschen nachdenken. Das wird auch nie so schön werden, ne? So, dann als nächstes haben wir Gimli4711 schreibt, du hast mein Bart geklaut. Nein, den habe ich nicht geklaut. Ich habe mir bloß gedacht, ich tue den ein bisschen färben. Und ich war ja schon damals Gandalf der Graue, dann war ich Gandalf der Weiße und jetzt bin ich halt Gandalf der Braune. Ne? Und ich finde die Farbe eigentlich nicht schlecht, das macht mich schon ein wenig jünger, ne? Was verschreibt er? Braun nicht so oft erwähnen, sonst wird dein Account gesperrt. Ich meine doch die Farbe und nicht die Einstellung, die können wir doch gestohlen bleiben. Aber der braune Farbmann von meinen Haaren schaut auch schon gut aus, ne? Was schreibt er gerade? Farb. Das. Braun. Jetzt hängt der Chat ein wenig. Jetzt muss ich ja mal ein wenig rumdrücken. Jetzt hängt der Chat ein wenig. So. Weißt du noch damals, als wir, das schreibt der Gimli, weißt du noch damals, wie wir die Schutzverordnung zum gerechten Sorgen für Ringe missachtet haben? Ja, das weiß ich schon, das haben wir ja alles probiert, aber den mussten wir dann in das Bassin reinschmeißen. Aber die Haufen Überstunden, ich bin ja in der Zauberergewerkschaft und die Zauberergewerkschaft hat das nicht gezahlt. Aber der Gimli ist in der BZI, also in der Bergbau-Zwergindustrie, der hat seine Überstunden Zeit gekriegt. Da habe ich gesagt, das ist aber eine Riesensauerei, ne? Und naja, so war das ja damals, ne? Also, ja, so, das war jetzt mal der Kurzchat. Ich wollte bloß mal probieren, ob es geht. Ich denke, das geht ganz gut. Und wenn ihr wollt, dass ich mal öfter stream, dann müsst ihr da unten oder da oben, ich weiß nicht so genau, ich bin ja schon alt, einmal schauen, wo da es Plus weggeht. Haben sie zu mir gesagt, Plus was, ne? Hintergrund ist nämlich das Ding. Also, Leute, ich muss schnell auf Gondor. Da hat einer was mit der Toilette angestellt. Ach, warte mal, ich darf ja gar nicht raus.
Ich darf ja gar nicht. Da mache ich einen Fernzauber. Auf jeden Fall, im Kondor hat einer was mit der Toilette angestellt. Da geht die Spülung nicht mehr. Da muss ich schon mal rohrfrei reinigen, herzaubern. Also, macht es gut. Ich bin Gandalf 1,90. Und wäre schön, wenn ihr ein Like oder Kommentator lassen dettet. Ne? Weil es ist ja nicht normal mit der heiligen Zeit, dass man. Aber schöne Farbe von meinem Bart, ne? Naja, tschüss, macht's es gut, euer Gandalf 1,90.